Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videojournalist in der Redaktion der Bundeswehr. Mit dieser Serie möchte ich euch einen Einblick in die Bundeswehr geben. Ja, Schnee soweit das Auge reicht, herrlicher Sonnenschein, Kaiserwetter im Gebirge und Zeit für die Sonnenbrille, bevor ich mir die Augen verblitze. Was auf den ersten Blick ausschaut wie ein Winterurlaubsparadies, kann sich auch ganz schnell von der anderen Seite zeigen. Auf was man hier oben im Gebirge achten muss und worauf es ankommt, das verraten uns die Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 und die suchen wir jetzt einfach mal. Grüß Gott. Hallo. Servus. Olli. Ja, ich bin der Michi. Grüß dich. Ja, ich habe schon die ganze Zeit nach einem von euch gesucht. Nicht, dass ich mich hier oben im Gebirge noch verlaufe. Okay. Mensch, ich bin das erste Mal hier oben. Ganz schön frisch hier. Ja, das sieht man, dass du das erste Mal da bist. Ja, hast du keine Ausrüstung dabei? Ja, ne, ich habe mich mit dabei. Okay. Ja. Du, pass auf, setz dir erstmal eine Mütze auf. Ja. Oh, hab noch eine dabei. Da. Ja, super. Genau, hättest du noch Handschuhe einstecken? Ja, Handschuhe. Ja, weil das dabei. Wetter schlägt langsam ein bisschen um. Ja, ich habe schon gesehen. Wir hatten vorhin noch herrlichen Sonnenschein. Wir sind hier mitten im Hochgebirge. Und da kann es auch schon mal sein, ja, dass das Wetter was anderes macht, wie der Wetterbericht vorgeschlagen hat. Ne? Ja, gerade als ich auf der Suche nach euch war, habe ich auch schon gemerkt, ich bin ja überall, hier ist ja nichts befestigt. Mensch, ich bin die ganze Zeit eingesunken im Schnee und war fast verschwunden. Ja, gerade bei so einer Witterung ist wirklich wichtig. Entweder suchst du die befestigten Wege raus, ja, oder du hast ein paar Schneetrittlinge oder ein paar Tourenski an den Füßen. Habt ihr da vielleicht ein paar da, dass du mir den mal zeigen kannst? Ja, müsst ihr mal anprobieren. Freilich. Ja, dann laufen wir mal durch den Schnee, dann gebe ich dir mal so Teile, schnall mal die in die Füßen an und dann merkst du eigentlich einen großen Unterschied. Und du wirst doch nicht mehr versinken bis zur Hüfte. So, machen wir's. Klingt gut. Super. Schneeschuh ein. Gehst runter, genau. Ganz vorne ist eigentlich selbsterklärend. Hier hast du den Riemen, den ziehst du einfach ordentlich an. Ja. Vom oberen Teil haben wir hier den Schnellverschluss. Einfach zuklippen. Ja, und das Ganze anziehen. So, so bist du jetzt schon fertig. Jetzt ist er fixiert. Jetzt sitzt der Schuh komplett an deinem Stiefel. Also man sieht schon, es hat natürlich jetzt eine viel, viel größere Auflagefläche und allein durch die größere Auflagefläche kann ich einfach nicht mehr so tief im Schnee einsinken. Geht weg und hält. Na, ganz einfaches Prinzip, super. Okay Olli, stopp einmal. Ja. So, jetzt hast du gesehen, die Sekundärvariante, wie wir uns auf dem Tiefschnee fortbewegen können. Markus, kommst du mal schnell zu uns? Und hier siehst du die klassische Variante, wie sich der Gebirgsjäger hauptsächlich fortbewegt im Hochgebirge. Und das Ganze zwar mit Skiern. Ja, würde ich sagen, Markus, wenn du nichts dagegen hast, dann schaue ich mir das Ganze auch mal an. Brauche ich nur noch Skier. Ja, die Ski habe ich da. Markus, wenn nichts von deiner Seite aus nichts dagegen spricht, würde ich sagen, legen wir die Skier mal an und du zeigst mir, wie ich mich damit auf dem Schnee fortbewege. Ja klar, super, machen wir. Also, damit wir uns wunderbar auf Skiern fortbewegen können, haben wir auch einen speziellen Turnski. Bei dem kann man nämlich hier hinten die Bindung aufmachen. Ja. Und wir benutzen dafür auch ein sogenanntes Fell. Und das Fell hat dann den Vorteil, dass es, wenn ich das anfasse, das ist eine ziemlich raue Oberfläche, dass das abbremst, ja, gegen runterrutschen sichert. Wenn man zum Beispiel jetzt den Berg steilberg aufgehen möchte, dann kann man damit wunderbar nach oben gleiten, aber rückwärts blockiert es dann halt. Ah, okay. Super. Genau. Jetzt haben wir ja auf dem Ski noch kein Fell drauf. Ja. Da habe ich jetzt noch eins dabei. Da zeige ich dir jetzt am besten mal, wie man das dann auch drauf macht. Ah, genau. Und mit dieser Klebebeschichtung oben drauf kann man das dann an den Ski richtig gut dran haften. Ah, okay. Dann bleibt es richtig schön kleben. Am besten streicht man nochmal drüber, damit der Kleber auch richtig gut dran haftet. Und dann hat man ein Fell da drauf und kann die Tour starten. Ja, super. Beide Skier sind ausgestattet mit Fellen. Dann steht ja meiner allerersten Tour mit den Skien nichts mehr im Weg. Können wir auch noch ein bisschen an deiner Technik arbeiten. Okay, das heißt? Wir wollen ja schließlich noch den ganzen Berg hoch. Und weil es ziemlich anstrengend ist, die ganze Zeit die Skier so anzuheben, lässt man sie am besten, so wie ich, schön über den Boden gleiten. Okay, also nicht so wie ein Storch. Ja, das kostet nicht so viel Kraft. Das Ganze ein bisschen fluffig. Genau. So, Olli, du merkst jetzt auch, dass das Gelände etwas steiler wird. Und weil wir jetzt bei diesem Gelände nicht einfach gerade nach oben kommen, gehen wir jetzt da in sogenannten Spitzkern hoch. Also wie eine Art Schlängellinien. Genau. Gut, in Spitzkern. Um sich praktisch die Neigung ein bisschen rauszunehmen und so einfach nach oben zu kommen. Genau. Auf geht's. Das sehen wir jetzt. Ach, Schande.
bei dir so einfach aus. Genau. Ja. Jawohl. Können wir weitergehen. Ja, letzte Spitzkehre, bis wir den Gipfel erreicht haben. Ja, es war nur ein kleiner Übungshang, aber für mich hat es gereicht. Ich fand es schon ziemlich kompliziert. Auf geht's. Gleich haben wir es geschafft. So, Olli. Wer den Berg hochläuft, der muss auch wieder runterfahren. Okay. Dazu machen wir jetzt die Felle runter von unseren Skien. Also abziehen. Jetzt fahre ich eine Spur vor und du fährst diese Spur danach. Oh mein Gott. Ja, mach nur nicht so schnell. Ach du Schande. Oh, ich lebe noch. Also irgendwie habe ich mir das leichter vorgestellt. Ich würde sagen, wir gehen noch mal hoch und probieren das gleich noch mal. Bergab, die zweite. Genauso mache ich das jetzt auch. Was für eine Scheiße. Also Skiabfahrt lernt man irgendwie nicht an einem Tag. Das ist alles viel komplizierter, als ich gedacht hätte. Egal, da hilft nur noch eins. Da hilft nur noch Schuss. Juhu! Was für ein ereignisreicher Tag. Bewegungsform im Winter, im Gebirge. In der Gebirgsjägerbrigade 23. Ganz schön viel für einen Tag. Ja. Ich muss sagen, es waren ganz schön viele Eindrücke mit den Schneetrittlingen. Erstmal bewegen auf Schnee, dann den Berg hoch, danach wieder Abfahrt mit kleinen Hürden. Mich hat es ein paar Mal hingehauen, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Herzlichen Dank für alles. Danke für die Einweisung. Ja. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Ja. Komm mal hier. Servus, du bist ja auch noch Servus. Dran. Servus, ja. Olli, wenn es mal richtig schnell gehen muss, dafür haben wir dieses Gerät in der Truppe. Richtig schnell, das ist mein Stichwort. Da steige ich auch direkt mit auf. Herzlichen Dank. Wir machen weiter. Es gibt noch viel mehr zu sehen. Das war es aus dem Gebirge. Gebirgsjägerbrigade 23, Hauptfeldwirbelbänder. Ich melde mich ab. Feuert! Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Kein Problem, ab damit in die Kommentare. Ach ja, und folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.